Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Ihr könnt euch sicherlich noch daran erinnern, dass ich mal den Erasco-Topf hatte, diesen Bauerntopf, der recht gut geschmeckt hat. Den haben sie jetzt bei Wiglo nicht mehr, also die zwei Paletten waren weg. Dafür hatten sie aber jetzt zwei Paletten mit Hühnernudeltopf. Auch wieder für 99 Cent. Und das möchte ich jetzt auch mal testen, wie dieser Topf ist. Der Bauerntopf, der war ja nicht schlecht. Nur leider kann ich mir davon keine mehr holen. Weil, wie gesagt, bei Wiglo sind die ausverkauft. Hier ist auch, wie bei dem anderen, so ein Plastikdeckel drauf, den man abziehen muss. Den muss man also komplett abziehen und dann muss man diesen Deckel hier wieder drauf und das Ganze dann für 3 Minuten in die Mikrowelle. Wir sehen uns also gleich wieder. So. Nicht, dass er schimpft und sagt, nein, du zeigst ja die Mikrowelle gar nicht mehr. Doch, doch, die zeige ich euch wieder. Bloß wie gesagt, es ist manchmal ziemlich umständlich und für 3 Minuten. Aber gut, wenn ihr sie sehen wollt, hier ist sie. Wie gesagt, diesen Plastikdeckel ab. Den roten wieder drauf, 3 Minuten und dann ist das Ganze heiß. Und wir sehen uns ja in 2 Minuten wieder. Bis dann. So, 3 Minuten sind um. Ach, dieses hier ist wieder verdammt heiß. Wir schauen uns das mal an. Aha. Da sind also Karotten, Nudeln und Fleischstückchen. Ja, die Fleischstückchen, die sind schon nicht schlecht. Also das sind schon anständige Stückchen. So, jetzt werde ich das Ganze mal probieren. Ja, es ist also eine kräftige Hühnersuppe, sehr geschmacksintensiv, also nicht so wie die manch andere Nudelsuppe, wo man denkt, man löffelt da nur Wasser. Also das schmeckt richtig intensiv, auch nach Geflügel, nicht nach Rind oder Schwein, sondern regelrecht nach Geflügel. Also da schmeckt man regelrecht raus, dass das Geflügel ist. So, jetzt hatte ich mal geguckt, oder beziehungsweise ich hatte noch nicht geguckt, wegen den Nährwerten, was da nun draufsteht, wie viel Fett. Also Zucker sind 0,4 Gramm. So, Eiweiß sind 31 Gramm und Fett, gut, geht, 2,5 Gramm. Also so fettig ist die Nudelsuppe gar nicht, wie sie halt schmeckt. Sie schmeckt reichlich fettig. Also man hat das Gefühl, dass da jede Menge Fett drin ist. Aber laut Angaben scheint da gar nicht so viel drin zu sein. Gut, also wie gesagt, der Geschmack, der ist prima, schön kräftig, schön würzig, die ganze Sache. Man schmeckt richtig das Hühnerfleisch raus. Man schmeckt also, dass es eine Hühnerbrühe ist.
und keine, was weiß ich, dass man das raten müsste, ob das nun Rind, Schwein oder Geflügel ist, sondern da schmeckt man regelrecht raus. Also ich für meinen Teil würde mir die auf jeden Fall wieder kaufen. Ich werde dann nächste Woche nochmal gucken bei Wiglo, ob davon noch welche da sind. Wenn ich das Glück haben sollte, werde ich mir noch ein, zwei Stück mitnehmen. Also das schmeckt richtig lecker. Gut, das war nun dieses Video. Lasst euch überraschen, was als nächstes kommt. Ich sage Tschüss, bis demnächst.